So, willkommen zurück zum Pokémon Mystery Dungeon an der Schroffküste. Die Expedition hat begonnen. Wir haben jetzt Belizza in unserem Team und sehen auch schon dort drüben unsere ersten Gegner. Ein Dratini, genau. Ein Drachen-Pokémon. Und kriegen auch schon gleich die erste Treppe vorgeworfen. Glaubt, der Anfang der Expedition wird jetzt noch nicht so schwierig sein. Der schwierige Teil kommt erst noch, glaube ich, später im Verlauf der Expedition. Ah ja, die Musik ist so toll hier. Ich liebe die Musik in diesem Teil einfach nur. Flug-Pokémon könnten mir auch etwas gefährlich werden. Da ich ein Boden-Pokémon bin. Ich weiß gar nicht, wo ich mit Funfee die ersten Probleme hatte damals. Das dürfte schon relativ spät gekommen sein. Beziehungsweise spät gewesen sein. Wasser-Pokémon ist auch mir gefährlich. Entweder ist oben die Treppe oder unten ist die Treppe. Okay, noch ein Flug-Pokémon. Und davon kommt ein Dratini. Ja, gut, es geht. Ja, ist ganz schön verzwickt hier. Dieser Dungeon. Aber da ist die Treppe. Die Musik ist so fantastisch, Leute. Und übrigens, das Fenster ist offen, deswegen kann es sein, dass man ein bisschen Background-Geräusche hört. Falls jemand fragt. Und vielleicht finden wir irgendwann sogar so einen geheimen Bazar. Ich denke, ich. Ja, gut. Gummi können wir mal geben, den guten Vulpix und ja, Vulpix kannst du auch gleich einsetzen. Ja, gut. Hat farblich perfekt gepasst. Und eine Treppe, wunderbar. Der Nachteil am Walzer ist, dass er... Oh, eine schwere Box. Da sind immer schöne Items drin. In diesen Boxen. Ich glaube, die können wir später aufschließen lassen. Ich glaube, bei schweren Boxen sind besonders viele Items drin. Ich glaube, Belizza darf auch nicht sterben. Sonst geht die Mission auch als verloren. Okay, das sind schon stärkere Pokémon. Au. Das heißt, weit kann es nicht mehr sein. Also ich glaube, der Schleichpfad wird wieder im Kreis herum, dann würden wir falsch laufen. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. Ich glaube, ab der Expedition werde ich jetzt in der Mitte ab 20 Minuten nochmal einen Cut setzen. Egal, wie weit ich komme. Es sei denn, wir
komme ganz gut durch. Dann mache ich den Text erst zu Ende. Und dann geht's weiter. Ansonsten gibt's ab hier einen Cliffhanger. Weil so ist das normal. Denn ab jetzt werden die Dungeons, glaube ich, etwas länger als sonst. Wohl bis Level 15 hat gleich mehr aufgestiegen. Sehr schön. Es wird Dungeons geben, da werde ich leveln müssen. Da die nämlich ziemlich gefährlich sind. Und es Pokémon geben wird, die schwer treffen werden können. Gegen die Vulpix vielleicht eher eine Chance hat als ich. Oh! Wir sind weitergekommen. Puh, Menschenkind, ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja. Aber das Marslager ist noch ziemlich weit. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Wir müssen jetzt hier sein. Dort ist das Marslager. Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Es ist nicht mehr weit. Das Marslager gleich in diesem Berg. Huch, mein Magen hat geknurrt. Unser auch. Wenn wir jetzt anfangen, den Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Sollen wir heute Schluss machen? Wir können ja übernachten. Ich stimme voll und ganz zu. Dann lass uns essen. Juhu! Am nächsten Morgen. Okay, Leute, wir müssen uns auf den Weg machen. Mit diesem Berg kommen wir zum Marslager, jawohl, ja. Packen wir es an. Wir können ein Lager überprüfen, wir können ein bisschen lagern. Lagern wir ein bisschen ein. So, ja. Das lagern wir ein. Auch speichern. Bist du bereit, Schmacki? Alles klar. Welchen Weg nehmen wir? Wir nehmen den Hornberg, ansonsten Felspfad führt uns nur wieder im Kreis. Okay, wir gehen mit Hornberg. Auf geht's. So, hier sind schon stärkere Pokémon unterwegs auf dem Hornberg. Zum Beispiel ein Papinella. Aber das kriegen wir schon down. Das soll kein Problem für uns sein. Nicht für Team Soulfire. Adios, Ariados. So, weiter geht's. E3. Und die nächste Treppe. Wir haben ziemliches Glück heute. Zack. Und Kavams. Na, Parasex sind schon gefährlicher. Die können nämlich paralysieren. Darauf habe ich nicht wirklich Lust. Eine Paralyse kann ziemlich nervig werden. Gehen wir mal weiter. Ein Natu. Na gut, jetzt wäre ein Item gegen Verbrennung nicht schlecht, aber... Lass mal so stehen und hoffen, dass wir bald die Treppe finden.
Na, ja, das auch schon. War doch gar nicht so schlimm. One hit. Das war nicht so schlau, Bidiza. Naja, haben es ja geschafft. Es geht ja recht fix mit den Treppen heute. Ach, schon wieder eine Treppe. Ja, und ab hier ist mal mehr passiert. Das Mikrofon hatte wieder so ein Rauschen, dass ich wieder mal diesen Teil wegschneiden musste. Oh, es ist zum Kotzen. Manchmal liegt das Kabel so beschissen quasi, dass es erst der Audacity-Button liegt ein Stück weiter oben über dem Feld. Das heißt, ich sehe erst relativ spät, dass da so ein scheiß Rauschen ist. Und das geht mir seit einiger Zeit ziemlich auf die Nerven. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss wahrscheinlich mal das Kabel ein bisschen anders positionieren, dass ich irgendwie andere Kabel nicht kreuzen. Und dadurch passiert dieser blöde Rauscheffekt und der ist, ziemlich scheiße. Denn das verhaut mir die, fast die Aufnahme. Ich habe zur Not zum Glück noch als Reserve diesen Ingame-Zaunstreifen weiter unten, falls was schief gehen sollte. Den habe ich zum Glück nicht ausgestellt. Ansonsten hätte ich die Aufnahme jetzt in die Tonne kloppen können. Aber zum Glück habe ich das zur Not angelassen. Ja, tut mir leid, keine Ahnung, wie das wieder passieren konnte. Ja, das ist glaube ich das zweite Mal, dass es schon mit RP passiert. In diesem und ja, das ist ziemlich, ziemlich lästig. Ich weiß nicht, wo es jetzt noch passiert ist in anderen Let's Plays. Aber das kann man in einer Tonspur locker nachverfolgen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, sind immer noch auf dem Hornwerk unterwegs. Aber allzu weit ist es nicht mehr. Wir haben den Hornwerk bald geschafft. Ihr merkt ja schon, dass jetzt schon stärkere Pokémon kommen. Wir sind schon nah am Ziel dran. Ja, und dieses Ziel werden wir jetzt auch ganz offensiv verfolgen. So. Treppchen, Treppchen, wo bist du? Ich glaube, es ist schon letzte auf vollste Etage, die wir hier haben. Es ist ja eine Tonspur. Welche Etage ist es? Ich glaube, es ist noch nicht die letzte Etage gewesen. Nein, es kommt noch eine Etage. Aber wie ihr seht, wir kommen uns gut voran. Und ich sollte bei Bidiza vielleicht mal den Einigler ausschalten. Dass Bidiza halt jetzt mehr so eine Angriffe macht, anstatt dass es Statusattacken verwendet. So, wir dürften es gleich geschafft haben. Aerodactyl, wie ihr wisst, ist gefährlich. Sollten wir gerade mal ignorieren. Ah, es kommt noch eine Etage, aber ihr seht, wir haben es gleich geschafft und da sind wir auch schon draußen. Kapitel 8, das Herz von Grode. Wir haben es geschafft. Wir sind mit dem Baumwerk gekommen. Endlich geschafft, jawohl, ja. Wir haben das Basislager erreicht. Hallihallo, tut mir leid, dass ihr uns warten musstet. Auf uns warten musstet. Ihr verspätet euch, alle anderen sind schon längst da. Legt eure Ausrüstung ab. Behalt euch. Jetzt, wo alle versammelt sind, kommen wir zur strategischen Besprechung. Jawohl, ja. Hm? Stimmt was nicht, Maki? So ein seltsames Gefühl. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich kenne diesen Ort. War ich hier schon mal? Vielleicht hat dort was mit mir zu tun? War ich schon mal hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe? Kommt schon, kommt! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir müssen gehen, Schmacki.
Alle mal hören, bitte. Wie es aussieht, sind alle wohlbehalten in Basel angekommen. Wir werden jetzt die Erkundung des Nebelsees in Angriff nehmen. Wie ihr seht, befinden wir uns im dicht bewaldeten Gebiet. Irgendwo in diesem Wald soll der Nebelsee verborgen sein. Aber bis jetzt ist das nichts weiter als ein Gerücht. Zahllose Erkundungsteams haben schon ihr Glück versucht, aber bisher konnte der See nicht entdeckt werden. Hey, also gibt's es ihn nun, oder was? Diesen Nebelsee. Sei nicht der albern Krebskorn. Machst du dir so kaputt, wenn du sowas sagst. Ja, verdirb uns nicht den Spaß. Darf ich was sagen? Auf unserer Reise habe ich eine Legende gehört. Eine Legende, sagst du? Ja, eine Legende über den Nebelsee. Legende zufolge liegt am Nebelsee ein Pokémon namens Selfe. Dieses Pokémon soll ausgesprochen selten sein. Selfe kann nämlich das Gedächtnis von anderen auslöschen, indem es ihn in die Augen sieht. Was? Es löscht ihr Gedächtnis aus? Selbst wenn Reisenden den Nebelsee finden würden, Selfe würde ihr Gedächtnis löschen. Das würde somit verhindern, dass die Reisenden etwas von der Existenz des Sees erfahren könnten. Auf diese Weise schützt Selfe die Nebelsee. Ich habe gehört, dass es so eine Legende bis heute gibt. Menschenskind, das ist aber eine haarsträubende Geschichte. Was mache ich denn, wenn mein Gedächtnis ausgelöscht wird? Ich glaube nicht, dass du dir große Sorgen machen musst. Und, kurzen Moment. Du bist so vergessen, dass du zum Schreien ist, ja. ihr solltet wissen, dass über solche Orte gerne Märchen und Legenden verbreitet werden. Unsere Gilde hat auf ihren völkischen Expeditionen große Schwierigkeiten überwunden. Allerdings, ich. Daher kommt unser erstklassiger Ruf als Gilde. Na, keine Angst, alles wird gut. Lass uns auf diesen Abenteuer positiv denken und versuchen wir es. Versuchen wir es. Fangen wir mit dem Plan fort. Der Gildenmeister und ich werden hier bleiben, um Informationen von den Teams in Einsatz zu sammeln. Ihr werdet Teams aufbrechen, um diesen Wald zu erkunden. Denkt daran, dass dieser Wald von dichten Nebel umhüllt ist. Betretet ihr ihn erst einmal zu eurer Sicht eingeschränkt. Sehr eingeschränkt. Wir glauben, dass der Nebelsee wegen dieses Nebels bisher unentdeckt blieb. Vielleicht gibt es einen Weg, diesen Nebel zu vertreiben. Darum sollt ihr nach zwei Dingen suchen: dem Nebelsee. Erstens und zweitens, nach einer Möglichkeit, den Nebel zu vertreiben. Wenn euch eins davon gelingt, geht es zum Baselager zurück und erzählt es mir und dem Gildenmeister. Das ist alles. Nun gut, Pokémon. Geben wir unser Bestes, wie immer. Versuchen wir, unser Bestes zu geben. Es wäre schön, wenn wir ein, zwei Entdeckungen machen würden. Wir werden den See finden. Ich bin mir sicher. Ich werde der Erste sein, der ihn findet. Papa, glaubst du, der Nebelsee ist vielleicht unterirdisch? Ich habe mir überlegt, dass wir unter der Erde suchen sollten. Ach, mein Sohn, mein ganzer Stolz, du hast ja ganz recht. Lass uns unsere Erde suchen. Okay, Pokémon, gehen wir. Hihi, wir können uns auch nicht leisten zu trödeln. Jawohl, ja, wir müssen uns beeilen. Na gut, wir sollten auch gehen. Was, Jungs? Tschatscha. Wir sollten auch gehen, Schmacki. Wir sollten uns beeilen. Ich kenne diesen Ort. Legends wollte das Pokémon selbst kann ich zum anderen auslöschen. Ist das beides wirklich nur Zufall? Vielleicht war ich bisher hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Vielleicht habe ich dann Selfie getroffen. Und es hat mein Gedächtnis ausgelöscht. Könnte das passiert sein? Hey, Schmacki. Jetzt bist du dauernd so abgelenkt. Du bist sonst so nie. Holen wir schnell unsere Sachen und wir gehen in den Wald. Gut, machen wir langsam ein bisschen ein. Was wir noch brauchen. Dann speichern wir. Dann ist der Part wäre doch schon gleich zu Ende. Ich bin jetzt bloß noch in den Wald gegangen, damit ich von da aus losgehen kann.
beziehungsweise den Part, den nächsten Part dann abspielen kann. Tja, und von dort aus wird es ja nächstes Mal weitergehen. Das wird das Ereignis dann des nächsten Parts, dass wir diesen Dungeon jetzt des nächsten Partes, des Waldes jetzt durchqueren, Richtung Nebelsee und gucken, wo es uns hinführt. So, die ganzen Gummis nehme ich mit, die fresse ich aber erst beim nächsten Mal. Zur Not auch, denke ich mal. Ja. Das passt schon so. Natürlich nochmal speichern. Sollten wir die Items verlieren. Denn ich möchte schon jetzt durchkommen durch den Wald. Ist es soweit? Welchen Weg nehmen wir? Wir nehmen den Nebelpfad, der Waldpfad führt zu einem Kreis. Okay, gehen wir durch den Wald. Nebelwald. Nichts wie los. Wie auch immer. Vielleicht liegt hier der Schlüssel zu meinem verlorenen Gedächtnis. Nebelsee. Vielleicht erhalte ich ein paar Antworten, wenn wir Nebelsee finden. Huch, was ist das? Was für eine Art Stein, würde ich sagen. Er ist rot und wunderschön. Sehr wie ein Edelstein. Und wie sieht den roten Stein auf? Wow, er fühlt sich warm an. Als würde es im Inneren des Steines Hitze kommen. Wie seltsam. Lava scheint es nicht zu sein. Aber was könnte es sein? Er könnte selten sein. Ich nehme ihn mit. Okay, gehen wir, Schmacki. Gut. Und damit würde ich sagen, endet dieser Part von Pokémon Mystery Dungeon. Nächstes Mal machen wir dann den Nebelwald. Bis dann. Ciao.